Willkommen zum nächsten und voraussichtlich letzten Part von Let's Play Little Inferno für die Nintendo Wii U zu 100%. Es fehlt noch exakt eine Combo und das ist der Eisplanet. Und kein Wunder, dass ich da nicht drauf gekommen bin, denn das haben wir im letzten Part schon gemacht, aber anscheinend hat es irgendwie nicht funktioniert. Also erstmal müssen wir hier den Brief lesen, gut. Erinnerst du dich? Die Leuchtkäfer, der Magnet, der kleine Kammerjäger. Und die stylische Sonnenbrille. Sie haben etwas Besonderes an sich, wenn sie alle zusammen erglühen. Erinnerst du dich? Es ist Zeit. Jetzt habe ich Held das natürlich schon reingeworfen. So. Das Trockeneis braucht man tatsächlich. Gut, diesmal hat es wenigstens funktioniert. Ja, das hatten wir zwar im letzten Part schon mal so halbwegs miteinander kombiniert, aber anscheinend hat es nicht funktioniert. So. Was ist das jetzt noch für ein Brief? Oh, Gratulation! Du hast jede Kombination gefunden. Das bedeutet, du hast den Platinum-Regenbogen-Elite-Status im Tomorrow Corporation Combo Bonusprogramm erreicht. Deine Zeit und Bemühungen waren gut investiert. Als besondere Belohnung für deine harte Arbeit und deine Treue zu Tomorrow Corporation möchte Tomorrow Corporation deine außergewöhnliche Treue mit diesem Geschenk ehren. In Liebe, Miss Nancy. Hab Spaß. Du bekommst neuartiges Mauspad. Wow. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So. Jetzt müssen wir in diesem Part nur noch die ganzen Dinge nochmal kaufen, die wir jetzt noch nicht hier dreimal gekauft haben. Das sollte aber nicht das Problem sein. Hier diese geile Hand, die müssen wir auch noch verbrennen. Die hatten, glaube ich, im letzten Part schon gekauft. So, und da können wir natürlich dabei eigentlich auch mal die ganzen... Mauspad kann weg. Die ganzen Marken da ausgeben. Das Wichtigste ist da wahrscheinlich die bei der... Oh, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Da bekam man ja 100 Stück hier raus. Ja, 100 waren es nicht, aber 20 vielleicht. Na, ist egal. Komm, nehmen wir das hier noch. Damit das Zeit hat. Komm, wir geben die einfach aus, weil... Was wollen wir schon noch damit? So. Da kamen die ganzen Spinnen an. So. Weiter geht's mit der Klonfabrik. Ach, das Buch, das können wir uns schon wieder gar nicht mehr leisten. Ja, müssen wir gleich erstmal verbrennen. Können wir uns jetzt leisten? Ja, nice. Sehr lohnenswert. So. Ach, das scheiß Buch macht wieder alles aus. Ne? Oder müssen wir das mal vorher machen? Ach ja. Ja, Blumen wächst hin. Macht hin. Los, los. Es ist so wunderschön, Sachen zu verbrennen. Ja, nice Lied. Ja, jetzt müssen wir noch kurz warten, ehe das hier alles fertig wird. Aber die Sonne können wir schon mal nochmal kaufen. Dann haben wir es bald. Sind ja nur noch hier die drei der Sachen, vier Sachen. Dann sieht das auch schon ganz gut aus. Und dann können wir die finale Kombination lösen, denn... achso, nee, die sieht man noch gar nicht. Okay, okay, okay. Sieht man noch gar nicht. Dann warten wir natürlich noch die Zeit ab, wie sich das gehört. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt nochmal steht. Achso, ja doch, steht alles da, okay. Ah, das kaufen wir gleich. Keine Angst, das kaufen wir gleich. So, her mit der Sonne. Das Ding können wir schon nochmal kaufen. Und in einer Minute auch das letzte Stück. So. Jetzt kann erstmal alles schön hinfortgehen. Dann schmeiße ich mal meinen Stift runter. Das Ding kann direkt mal weg sein. Wo ist das Geld? Gib mir mein Geld. Hallo? Was ist das? Danke. So, Datei nochmal und auch die Internet-Cloud. Und
25 Sekunden haben wir das nächste Ding auch noch. So. Jetzt nochmal alle Spinnen an hier. Zack, gib mir das ganze Geld. Sehr lobenswert. Das stirbt auch alles ab. Jawohl, gib mir das Geld. So. Komm schon. Auch dieses Teil. Und natürlich nochmal alle. Upsi. Ja, das war's an der Stelle. Und wir kriegen natürlich noch einen Brief. Oh, Gratulation. Du hast jeden Artikel mindestens dreimal gekauft. Als spezielle Belohnung für deine harte Arbeit und Treue zur Tomorrow Corporation möchte Tomorrow Corporation deine außergewöhnliche Treue mit diesem Geschenk ehren. Oh. Die Gewissheit, dass dein Können im Einkaufen wirklich exzellent ist. Wow. In Liebe, Miss Nancy. Ihr seid ja krass. So, liebe Freunde, wir haben es geschafft. 999 Münzen sind natürlich auch nice. Aber wir haben es geschafft. Wir kaufen jetzt das Glas mit Glühwürmchen. Den Spielzeugkammerjäger. Den Magneten. Und die Sonnenbrille. Ah, gut, und bis auf ein Dings haben wir jetzt auch alles ausgegeben. Das ist aber, denke ich, okay. Was passiert? Was ist eigentlich, wenn man das schon vorher gemacht hätte, Leute? Gib mir mein Geld. Error, Error, Error-Kombo. Ja, Geld, Münzen, ja, alles. Her damit. Nein. Scheiße, das Gesicht im Hintergrund. Oha. Tja, damit ist uns wohl das gleiche Schicksal, hat uns das gleiche Schicksal ereilt wie unsere Nachbarin. Und das Witzige ist aber, wir können uns jetzt hier hin und her bewegen. Muss halt, denke ich, ein bisschen lauter reden, weil diese Musik, die ist halt immer echt krass laut in diesem Spiel. Das ist wirklich einer der Kritikpunkte, leider. Aber lasst uns mal durch die verschneiten Straßen gehen. Wenn es überhaupt Schnee ist, man weiß es ja nicht. Tomorrow Bug Banks. Wer bist denn du? Hey du! Speziallieferung. Wer bist du? Keine Sorge, ich bin nur der freundliche Postmann, der seine Runde macht. Es wird alles wieder gut. Wie lautet deine Adresse nochmal? Ich glaube, ich habe meinen Haus niedergebrannt. Ja, deine Adresse scheint kürzlich, von der Liste gestrichen worden zu sein. Ziehst du um? Vergiss nicht, bei deinem lokalen Postamt einen Nachsenderauftrag auszufüllen. Einen Moment, während ich deinen Brief suche. Ich weiß, er ist ja irgendwo. Woher weiß ich, wer ich bin? Oh gut, ich habe, mal sehen, 608 Pakete und Briefe direkt zu dir nach Hause geliefert. Jedes Paket und jeden Brief habe ich dort abgelegt, direkt neben dir, direkt neben dem Feuer. Du musstest dich nicht einmal umdrehen. Exzellenter, diskreter Service. Pünktliche Lieferung. Durch Regen und Schnee. Aber meistens Schnee. In letzter Zeit wird es immer kälter, oder nicht? Aha. Hier ist dein Brief. Danke für Ihren exzellenten Service. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu lesen. Ich bin sicher, er wird dich warm halten. Grüße. Ergebenst. Alles Gute. Mit freundlichen Grüßen. Lebe wohl. Es wird alles wieder gut. Kann ich überhaupt lesen? Ah ja.
Oh, es ist so hell. Bist du noch da? Erinnerst du dich? Vor langer Zeit? Du und ich und die Wand zwischen uns? Wir warfen Dinge über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Es war so warm. Wie die Umarmung einer fetten Made im Speck. Wir dachten uns, würden die Spielsachen nie ausgehen. Wir dachten uns, würde die Zeit nie ausgehen. Wo ist sie geblieben? Aha. Raus, raus aus dem Kamin hinaus, so wie alles andere. Oh, da gäbe es noch etwas, das ich dir sagen möchte. Wusstest du? Ich bin nicht verbrannt. Das Haus brannte nieder und dann bin ich gegangen. Genau wie du. Es gibt da draußen eine ganze Welt. Du kannst gehen, wo noch immer du willst. Aber du kannst niemals zurück. Was? Ich bin am Strand. Ich sorge für meine großartige Bräune. Okay, danke für die Sonnenbrille. Ich kann es nicht fassen, wie wunderhübsch ich damit aussehe. Schmatz. Deine Freundin SP. Ja, gut. Dann lass den Brief da liegen. Geh mal weiter. Wo wollen wir hin? Hey, ist doch die Familie von mir hier auf dem wunderbaren Familienporträt war die doch drauf. Aber die haben nichts weiter zu sagen. Okay, wo sind wir jetzt? Bei Tomorrow Corporation, wie es ausschaut. Hallo da. Hallo? Ja, willkommen. Die Tore sind verschlossen. Du solltest wahrscheinlich nicht draußen sein. Hey, warst du nicht früher ein Busfahrer? Ach stimmt, das sind die Hände von dem Lol. Oh, du erkennst mein Werk? Ja, es scheint, als ob ich mir einen Namen gemacht hätte. Im Hebebedienungsgeschäft. Vielleicht hast du gehört, ich werde ein Seminar abhalten bei der kommenden zukünftigen Innovation in der Hebebedienungs... weiß schon, Konferenz und so. Du solltest vorbeikommen. Ich kann dich einigen wichtigen Personen im Geschäft vorstellen. Bring deinen Lebenslauf und deine Visitenkarte mit. Ja, verbrannt, sorry. Ah. Die Maschinerie wird sich nicht von selbst bedienen. Hey, was ist das da hinten im Dunkeln für ein Gebäude? Oh. Ja, willkommen. Bei Tomorrow Corporation. Die Zukunft ist Tomorrow. Was macht Tomorrow Corporation? Vielleicht kennst du Tomorrow Corporation Spielzeuge wie Fisties Gem Pop oder Meine Kindheit das Spiel oder Little Inferno Entertainment Fireplace. Sieht aus, als wärst du vielleicht ein Fan von einem dieser Produkte. Du bist ja völlig mit Ruß bedeckt. Könntest du diese Tore öffnen, damit ich rein kann? Ob ich diese furchteinflößenden Tore öffnen kann? Meine einzige Aufgabe, die einzige Aufgabe, für die ich angestellt wurde, die einzige Aufgabe, die ich besser kann als jeder andere, ist, diese Tore zu öffnen. Also wenn du darum bittest, bitte erneut darum, mit Drama. Könntest du diese Tore öffnen, damit ich rein kann? Bitte. Und was? Denke an das Drama. Das ist der Moment, in dem du durch diese Tore schreitest. Was das für ein Gebäude ist? Du könntest einen Raum finden, der leuchtet wie die Sonne. Oder du könntest einen Aufzug finden, der nur nach oben fährt. Oder du könntest ein Monster mit einem Herz aus Gold finden. Oder ein fantastisches Sommerpraktikum. Aber was auch immer hinter diesen Toren ist, wirst du niemals vergessen können. Also, noch einmal mit mehr Gefühl. Pförtner, öffne diese Tore. Aha, flinke Finger, los geht's. Bleib zurück. Lass uns sehen, was dieses Mal passiert. Ein bisschen dramatisch, wie der Typ schon gesagt hat. Aber was soll's. Schauen wir doch mal, was bei Tomorrow Corporation so abgeht. Moin. Ja, willkommen bei Tomorrow Corporation. Wie kann ich behilflich sein? Erstens, weitere großartige Informationen über die Tomorrow Corporation. Zweitens, Beschwerden und Klagen betreffend ihres Little Inferno Entertainment Fireplace. Drittens, mit einem unserer Angestellten sprechen. Ja, mein Haus ist niedergebrannt, ne? Ja, danke. Bitte stellen uns folgende Unterlagen bereit.
deine alphanumerische Hausratsversicherungsnummer, deine 16-stellige Kundenidentifikationsbestätigungsnummer, dein Little Inferno Echtheitszertifikat, das du mit dem Produkt erhalten hast. Du musst diese Unterlagen an die Nummer auf unserer Website faxen. Ich habe kein Faxgerät. Ich glaube, niemand hat eins. Außerdem ist mein Haus niedergebrannt. Ja, ich werde auf deinen Fax warten. Danke. Mann, du blöde Olle. Ich würde gerne mit einem Angestellten sprechen. 000. Ja, bitte warten. Hallo. Kann ich Ihnen heute behilflich sein? Was schreibst du da? Ja, dieses Gespräch kann zum Zwecke der Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Sieht so aus, als würdest du mehr Worte schreiben als sagen. Ja, ich schreibe ein Buch im anderen Fenster. In jeder kleinen Pause. Zwischen jedem Wort. Ja, deine Multitasking-Fähigkeiten sind schon ziemlich nice. Ja, danke. Was geht's in deinem Buch? Ja, mein Buch ist eine schwelende Arbeit. Ein Geheimnis. Eine Romanze. Eine verbotene Affäre. Ein Mord. Ein brennendes Herz. Es ist so ziemlich eine Autobiografie. Oh, wie lautet der Titel? Ja, der Titel lautet Rauchwolken über Feuerhausen. Eine spannende Fortsetzung meines letzten Buches, das grauenvolle Geheimnis. Oha, das von dir. Was ist das grauenvolle Geheimnis? Ja, es ist grauenvoll. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Kann ich den Aufzug benutzen? Ja, danke der Nachfrage. Leider ist der Aufzug nur für autorisierte Angestellte der Tomorrow Corporation. Könnte ich die Toilette benutzen? Ja, die Toilette ist den Aufzug rauf. Okay, danke, auf Wiedersehen. Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Vergiss nicht, die Zukunft ist Tomorrow. Ja, dann nice ausgetrickst, die Olle. Und schon sind wir oben. Leider kann man halt hier nicht irgendwo rein oder so noch. Also es ist jetzt halt alles ziemlich linear. Noch sehr viele Sachen, die wir alle schon mal verbrannt haben. Oha, die kennen wir doch. Erstmal schön vorbeilatschen, jawohl. Oh, willkommen. Oh, es sieht kalt aus draußen. Bist du... Oh ja, ich bin Miss Nancy. Willkommen. Hattest du Spaß? Du hast Little Inferno Fireplace erfunden? Oh ja. Ja, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich hoffe, Little Inferno hat dich gemütlich und mollig warm gehalten. Ja, mein Haus ist abgebrannt, ne? Ja, Tomorrow Corporation bedauert mögliche Unannehmlichkeiten. Bro. Was? Du siehst aus, als könntest du eine Umarmung vertragen. Oh, erinnerst du dich? Ich habe dir einen Gutschein für eine gratis Umarmung geschickt. Vor langer Zeit. Hast du ihn mitgebracht? Nein, ich habe den Gutschein für eine gratis Umarmung verbrannt. Oh je, du hast ihn verbrannt? Ich hoffe, er hat dich warm gehalten. Wie lange schneit's schon? Oh, es schneit, solange ich zurückdenken kann. Und es wird kälter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht für immer so weitergehen. Oh, aber es ist doch wunderschön, oder? Was kann ich für immer andauern? Kannst du das da unten sehen? Schau, soweit du kannst. Alles, was du siehst, die ganze Stadt. Sie verlangsamt sich. Und dann eines Tages wird sie stoppen. Eingefroren. Wie ein Familienfoto. Das ist grauenhaft. Was sollten wir dagegen tun? Oh, es ist niemandes Schuld. Wir können nicht das Wetter kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen nicht alle fort? Gute Frage. Du hast dein Haus niedergebrannt und du bist gegangen. Wohin wirst du als nächstes gehen? Du kannst gehen, wohin auch immer du willst. Ja, du kannst nicht zurückgehen. Und du kannst nicht mit mir kommen. Du gehst auch fort? Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier. Und ich werde nicht jünger. Obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist all die Zeit geblieben? Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte und den Kosmos erforschen wollte und eine Symphonie komponieren wollte und zum Grund des Ozeans tauchen wollte und verlorene Städte entdecken wollte und neue Städte erbauen wollte und ein Model werden wollte. Aber bevor du dich versiehst... Oh. Ja, was willst du denn als nächstes machen? Oh, was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Ich weiß es nicht. Was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Ja, sieht noch wunderbar aus für ihr Alter, alles klar. Größer träumen! Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, es war mir ein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ciao.
Tja, wenn man die Mittel dazu hat, warum sollte man es nicht machen, ne? Sehr interessant. Das ist übrigens alles optional hier gewesen. Man hätte auch gleich am Anfang schon da an der Pforte vorbeilaufen können, glaube ich. Oder hat der Typ einen automatisch angesprochen? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, ja, sollte man sich schon das ein oder andere nochmal anhören. Ich meine, warum auch nicht? Ich hätte jetzt auch das Gespräch hier mit der noch ein bisschen die Länge ziehen können, aber warum? Wir gehen erstmal weiter. In den Wald. Und sie hat schon recht, wohin sollen wir denn gehen? Alle sind damit beschäftigt, noch mehr Zeug in ihren Ofen zu werfen. Um hier dieser ganzen Eiszeit zu entrinnen. Ich will aber auch an den Strand. Wichtige Wettermeldung. Ein klarer Horizont, so weit das Auge reicht. Bist du bereit aufzubrechen? Ja, bin ich. Hui, los geht's. Schließe einfach deine Augen, gehe vorwärts und glaube. Wirklich, ich gehe einfach über diese Kante, diese großen gefährlichen Felsen und glaube? Okay, los geht's. Hui, hallo Kind. Haha, war nur ein Witz. Dort unten sind überall scharfe Steine und Haie. Und puh, das ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen, weit, weit weg aus dieser Stadt. Dann bist du aber auf dich allein gestellt. Du kannst so weit weggehen, wie du willst. Aber wenn du gehst, wirst du dafür zahlen müssen und du kannst niemals zurück. Bist du dir sicher, dass du bereit bist? Ja. Wichtige Wettermeldung. Die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas Großartigem. Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken, über der Stadt. Gute Nacht. In der Tat, gute Nacht. Schaut euch die Credits an und dann quatschen wir nochmal kurz weit. Spielen. Ja, das habe ich natürlich sehr gern gemacht. Gehen wir nochmal in die Datei rein, damit wir, damit ihr mich besser verstehen könnt. Und wenn wir jetzt mal zu den Kombos schauen, dann steht da komischerweise immer noch 99. Okay. Interessant. Ich dachte, man sieht dann irgendwann noch diese Error-Kombo da stehen. Aber egal. Was soll ich sagen? Little Inferno ist halt echt meines Erachtens, beziehungsweise eins der geilsten, oder wenn nicht das geilste Indie-Game, was ich hier gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich damals darauf gekommen bin. Aber ich glaube, ich habe es halt einfach mal in irgendeiner Werbung im eShop gesehen und dann mir mal runtergeladen gehabt. Das gibt es übrigens auch für die Wii U. Klar, da haben wir ja drauf gespielt, aber für die Switch im eShop. Ich weiß nicht wie viel. Das ist sicher auch immer mal im Angebot. Da kriegt das bestimmt so für 7, 8 Euro oder so. Aber ich würde sagen, die sind auch recht gut investiert. Also, naja, ich meine, um 100% durchzuspielen, haben wir jetzt 4 Stunden gebraucht in etwa. Das ist schon recht wenig. Aber ich denke, man hat doch recht viel Spaß mit dem Spiel, wenn man halt so viel ausprobieren kann. Ja, was ich schon zur Musik gesagt habe, die ist halt an manchen Stellen wirklich viel zu laut. Da erschrickt man sich teilweise echt. Und ihr könnt mich sicher auch nicht immer so gut verstehen. Aber ja, hier geht's ja jetzt, auch wenn man... Ja, hier ist irgendwas verbrennt oder so. Aber allgemein die ganzen Musikeinspielungen sind jetzt erstmal recht passend und stimmig, finde ich.
ja, es hat halt irgendwie seinen ganz eigenen Charme, so dieses Spiel. Man sitzt eben vor diesem Ofen, vor diesem, ja, ist halt kein Ofen, halt Kamin, und es verbrennt da alles Mögliche, was man finden kann. Und es gibt halt echt viele Sachen, auch krass viele Sachen, die man so noch ausprobieren kann oder so, die man halt einfach mal so zusammen verbrennt, weil es witzig ist. Es macht auf jeden Fall viel Spaß, das Spiel zu spielen, und ich lege es jedem ans Herz, das auch mal selber auszuprobieren, wenn ihr Bock habt. Dann holt euch das Spiel. Ja, was soll ich sagen? Müsste ich jetzt eine Wertung abgeben, würde ich dem Spiel eine solide 75 geben von 100. Weil, ich meine, Preis-Leistung ist jetzt nicht das Beste, wie gesagt, dieser kleine Kritikpunkt mit der Musik, aber auf jeden Fall, die Entwickler von dem Spiel sind auf einem mega guten Weg und die haben ja echt was echt Cooles geschaffen. Darauf kann man, denke ich, schon stolz sein. Ja, ich hoffe dann natürlich auch, dass euch dieses Spiel gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da. Und ja, vielleicht schaut ihr ja dann bei dem nächsten Projekt wieder rein. Das wird ja dann Super Mario Odyssey sein für die Nintendo Switch. Vielleicht ist es auch schon gestartet, wenn ihr das Video seht. Ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich es mache, weil ich bin dann erstmal im Urlaub. Und ja, dann sehen wir uns dann im nächsten Video. Also bis dahin und ciao.